Die Legalisierung von Cannabis wird kommen und jetzt gibt es immer wieder Berichte, die behaupten, dass Cannabis eine psychedelische Wirkung haben kann. Dass es sozusagen dabei unterstützen kann, sich psychisch zu heilen. Traumata soll es sogar aufdecken können und auch eine neue Verbindung zu unserer eigenen Emotionalität wiederherstellen. Sehr interessant und deswegen möchte ich dir in diesem Video da mal ein paar Erfahrungswerte mitgeben und auch eine Anleitung, wie Cannabis so eingesetzt werden könnte. Das Interessante bei Cannabis finde ich die vielfältige Wirkung, dieses Riesenspektrum an Möglichkeiten. Es kann uns betäuben. Manche Menschen nehmen Cannabis, um sich tagtäglich vor ihren Problemen zu verstecken oder wegzurennen, um sich zu betäuben. Gerade tägliche User, bei denen ist es öfters der Fall. Es gibt aber auch Menschen, die benutzen Cannabis, um alles zu intensivieren, um alles noch mehr zu verstärken. Das Essen, den Sex, die Filme, alles wird intensiver. Und das ist ja irgendwie sehr interessant, dass Cannabis irgendwie beides kann. Cannabis kann aber natürlich auch zu negativen Erfahrungen führen. Es kann Ängste in uns verstärken. Oft wird auch von Paranoia gesprochen. Also das ist, glaube ich, jedem bekannt, der schon mal Cannabis konsumiert hat. Also es kann wirklich Paranoia in uns auslösen. Es kann auch zu Psychosen führen. Also Psychosen, die in uns schlummern, auslösen. Und was jetzt spannend ist, was oft passiert, dass wenn Menschen Cannabis schon mal konsumiert hatten, okay, kennen es, ah ja, da kann ich gut chillen oder was auch immer es damit dann ist, und dann nehmen diese Menschen Psychedelika, also nehmen dann LSD das erste Mal oder Psilocybin und dann plötzlich verändert sich das Cannabis. Also wenn sie dann danach wieder Cannabis konsumieren, auf einmal ist das Cannabis auch so ein bisschen psychedelisch. Und dann sagen die Menschen auch oft, oh Mann, jetzt ist Cannabis voll psychedelisch, das ist ja voll nervig. Früher habe ich mit Cannabis einfach gechillt. Und das kann ich jetzt gar nicht mehr machen. Also, dass Cannabis sozusagen verschlechtert wurde, weil es durch diese Psychedelika-Erfahrung komplett intensiviert wurde. Was ich da aber auch oft gesehen habe, ist, dass das nicht sofort passiert, bei manchen Menschen auch gar nicht. Also bei manchen Menschen bleibt Cannabis immer gleich. Bei manchen Menschen ist es dann aber auch so, dass sie erst nach einigen psychedelischen Erfahrungen, auch intensiven Erfahrungen, dass dann irgendwann Psychedelika sich verändern. Ich habe auch so das Gefühl, das hat dann immer so mit dieser Öffnung zu tun. Wenn wir uns einmal mit Psychedelika so richtig geöffnet haben, hingegeben haben, dann verändert sich auch Cannabis. Und Psychedelika sind ja ein sehr mächtiges Werkzeug. Die können wir verwenden, um zu einem erfüllteren Leben zu kommen. Einfach mehr zu uns selbst zu kommen. Zu Veränderungsprozessunterstützung. Dafür können wir das verändern. Zur achtsamen Persönlichkeitsentwicklung. Und genau dafür soll jetzt Cannabis dann eventuell auch Potenzial haben, weil es ja so ein ähnliches Wirkungsspektrum dann hat, wenn es sich durch Psychedelika verändert hat. Also können wir Cannabis als Werkzeug für die achtsame Persönlichkeitsentwicklung einsetzen. So, interessantes Thema. Meine Erfahrung dazu. Also in meiner Erfahrung kann Cannabis wirklich eine sehr intensive Erfahrung werden. Muss es aber nicht. Es ist ja deutlich kontrollierbarer. Und für mich hat sich Cannabis im Laufe der letzten Jahre auch sehr stark verändert. Nicht nur meine Sicht darauf, sondern auch wie es wirkt. Erstmal der Zweck von Cannabis. Der hat sich bei mir verändert. Früher habe ich es tatsächlich mehrfach wöchentlich teilweise verwendet. Inzwischen mache ich es einmal im Monat, vielleicht so in diese Richtung. Und das ist auch gut so, denn die Erfahrung ist für mich viel intensiver geworden. Und woran das liegt, glaube ich, ist, dass ich eben so eine neue Offenheit gegenüber meiner Wahrnehmung erlangt habe und dass ich gespürt habe, dass das bewusste Steuern meiner Wahrnehmung, dass ich, wenn ich das umwandle in bewusstes Nichtsteuern meiner Wahrnehmung, dass dann Cannabis auch viel intensiver wird und Cannabis zu psychedelischen Effekten führen kann. Und das habe ich von Psychedelika gelernt, dieses sich komplett hingeben. Wenn ich das bei Cannabis mache, dann ist es wirklich intensiv. So, Mischkonsum hat sich bei mir auch komplett verändert. Ich mische Cannabis wirklich nicht mehr, niemals mit was anderem, weil es, warum? Also warum sollte ich es mischen? Würde ich ja nur wieder irgendeinem neuen High hinterherjagen, so in meiner Wahrnehmung zumindest. Ich habe wirklich jede Mischform, also behaupte ich mal, so gut wie jede Mischform mit Cannabis, mit ganz vielen anderen Substanzen, habe ich schon durchgemacht und es war auch sehr cool. Aber ich habe mich einfach jetzt verändert, ich bin jetzt eine andere Person und jetzt würde ich das nicht mehr machen. Dann Dosierung hat sich bei mir auch sehr verändert. Ich würde zum Beispiel nie nachlegen. Also ich würde jetzt nicht nochmal konsumieren. Ich konsumiere einmal und das war's dann. Und ja, noch ganz viele andere Sachen haben sich verändert. Aber ich möchte jetzt mal so ein bisschen auf meine Erfahrung auch damit zu sprechen kommen. Was für intensive Erfahrungen damit möglich sind. Ich hatte jetzt nämlich vor kurzem eine krasse Erfahrung damit. Das war auch so ein bisschen der Auslöser für dieses Video, weil ich gemerkt habe, boah, was ist das? Das ist ja wie ein Psychedelikum. Also ich lag dann da, war hier oben im Wohnzimmer, lag ich da, es war abends, hatte Cannabis konsumiert.
man schon eher stärkere Erfahrung, oral konsumiert. Und lag ich so da und auf dem Boden. Mir ging es richtig gut. Ich war so völlig tiefenentspannt, so ganz geöffnet. Und auf einmal kam so eine Angst hoch. Eine Angst. Und dann wusste ich, boah, das ist eine Angst. Ich könnte jetzt, es war nämlich so ein Impuls da, ich könnte jetzt aufstehen und das versuchen zu kontrollieren. Und es hätte auch funktioniert. Weil das geht bei Cannabis natürlich besser. Ich kann es besser kontrollieren. Aber ich wusste, hey, komm, ich lasse das jetzt mal wie bei Psychedelika so komplett zu, diese Angst. Diese Paranoia oder diese Angst. Ich lasse sie hochkochen und ich lasse sie mich komplett übernehmen. Und dann bin ich auf einmal in der Kindheitserinnerung gewesen. Auf einmal war ich in der 5. Klasse irgendwie im Gymnasium und habe da so ganz viel wahrgenommen, die Dinge, die damals passiert sind, also die Reibereien, die ich da mit anderen Menschen hatte. Und ich habe dann so gemerkt, ich war damals wirklich traurig. Also mir ging es damals wirklich nicht gut. Ich habe mich wie ein Versager gefühlt in der 5. Klasse. 5. und 6. Klasse, so in diese Richtung. Und das hatte ich schon so lange vergraben. Das war irgendwo in meiner... Ich dachte halt so immer so, ja, das war nicht so gut. Es war okay damals. Und da habe ich dann so richtig gemerkt, nee, es war gar nicht okay, es war richtig scheiße. Und das habe ich dann mit rausnehmen können und habe das dann so durchgespielt, durchgenommen, alles so erlebt und es zum Abschluss gebracht, wirklich diese Emotionen rausgelassen. Ich habe dann auch danach noch geweint und es alles, ja, so war wirklich traurig gewesen, das zugelassen, das war richtig gut. Und dann habe ich am nächsten Tag habe ich dann mit meiner Mutter darüber telefoniert und mit meiner Cousine habe ich auch noch gesprochen. So, bedeutet, das hört sich an wie Psychedelika. So, ich hole alte Erinnerungen raus und durchlebe die und kann sie integrieren und fühle mich so heute viel reiner, viel erfüllter, als ob weniger in mir irgendwie noch gelöst werden muss. So fühlt sich's an. Und solche Erfahrungen habe natürlich nicht nur ich gemacht. Viele andere Menschen haben Ähnliches erlebt, auch solche tiefen Erfahrungen mit Cannabis erlebt. Ich habe da mal bei mir im Set- und Setting-Team rumgefragt und der Yannick hat da sehr spannende Sachen erzählt und deswegen habe ich ihn mal dazu interviewt. Ja, genau, also bei mir hat das Cannabis auf jeden Fall auch psychedelisch gewirkt an dem Tag. Also das ist aber auch erst passiert, nachdem ich das erste Mal eine wirklich intensive psychedelische Erfahrung gemacht hatte. Und das hat dann irgendwie auch verändert, wie meine Erfahrungen mit Cannabis sind. Und an dem Tag war das eben so, dass wir zusammen, also ich und eine Freundin und ein Freund, wir haben zusammen Brownies gebacken. Und dann nach ungefähr einer halben Stunde danach, als das anfing, da habe ich gemerkt, dass es sehr intensiv wird, dass ich aber so ein wohliges Gefühl trotzdem habe, aber auch relativ aktiv war. Also auch mein Verstand war relativ aktiv. Und während die anderen beiden sich dann hingelegt haben und eher so entspannt waren, war ich total aktiv im Kopf und habe total viele interessante Gedankengänge gehabt. Und dann kamen auf einmal Emotionen. Und ich kannte diese Emotionen, weil das einfach Emotionen waren, die ich im Alltag sehr häufig habe. Also so meine Muster eigentlich, so typische Sachen, die ich immer wieder fühle. Ein typisches Gefühl von Angst vielleicht oder von Unwohlsein. Und es war in dem Moment aber nicht schlimm, sondern ich bin wie auf so eine Reise gegangen durch meine Gefühlsmusterwelt mit geschlossenen Augen. Dann habe ich mir eine dieser Emotionen angeguckt. Das war so ein Unwohlsein bei Konflikten, Unwohlsein bei auch negativen Gefühlen und Traurigkeit. Das hat mit meiner Kindheit zu tun. Das war mir in dem Moment so völlig klar. Das hat mit der Trennung meiner Eltern zu tun. Ganz früh, mit 6 Jahren, musste ich irgendwie eine Art und Weise finden, wie ich mit dieser unfassbaren Menge an Traurigkeit umgehen kann. Das war für mich was ganz Neues auch, dann auf Cannabis so eine erkenntnisreiche Erfahrung zu machen. Das hatte ich, bevor ich jemals psychedelische Erfahrungen hatte, so noch nie. Ja, das hat mich einfach wirklich verändert nachhaltig. Also das war für mich eine Erfahrung. Also wie du aus diesen Erfahrungen siehst, Cannabis kann irgendwie viel mehr sein als einfach nur eine Chiller-Substanz. Sondern es kann psychedelische Eigenschaften haben und so uns auch zu einem erfüllteren Leben bringen, wenn wir es richtig machen. Und das ist jetzt die Frage, wie machen wir das jetzt richtig? Wie können wir Cannabis zweckentfremden, zu einem neuen Zweck führen und für die achtsame Persönlichkeitsentwicklung einsetzen?
Um Cannabis als psychedelisches Werkzeug einzusetzen, sind 4 Punkte wichtig, und zwar Set, Setting, Konsumform und Dosierung. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Also erstmal natürlich auch wichtig, Cannabis kann eher extrovertiert oder eher introvertiert eingesetzt werden. Also wenn wir mit Menschen sprechen, ist es ein bisschen extrovertierter. Introvertiert wäre dann wirklich in uns hineinschauen, ohne uns mit anderen Menschen zu beschäftigen, also zu kommunizieren. Das kann sich aber auch alles vermischen. Set ist ja das, unser Mindset, unsere Geisteshaltung. Und bei Cannabis sollte da ganz wichtig sein, dass wir uns eine Intention setzen und dass wir wenig Befangenheit haben. Also wenn wir Befangenheit haben und Cannabis sozusagen nur als Spaß sehen, dann wird es das auch nur sein. Deswegen lasst uns eine Intention setzen, die dem entspricht, was wir wirklich erreichen wollen. Zum Beispiel, dass wir es als Werkzeug für die achtsame Persönlichkeitsentwicklung einsetzen möchten. Wir möchten wirklich jetzt mal in uns reinschauen. So, das ist das Set. Dann haben wir das Setting. Auch hier ähnlich wie bei Psychedelika soll es ein reizarmes, ruhiges, warmes Zimmer, in dem wir uns fallen lassen können und in dem wir uns wirklich sicher fühlen. Und wenn wir uns jetzt mal die Konsumformen anschauen, was gibt es denn da? Es gibt geraucht und es gibt oral konsumiert. Und wenn wir uns mal die Wirkungsdauer hier anschauen, hier in diesem Diagramm, dann sehen wir, bei geraucht geht es relativ kurz, wahrscheinlich so 3 Stunden ungefähr, und oral geht es wesentlich länger, 6 bis 8 Stunden. Und besonders interessant sind die An- und Abstiege. Das heißt, der Aufstieg bei geraucht ist wirklich rasant schnell, geht innerhalb von 1 bis 15 Minuten hoch und ist dann eine Weile oben, aber geht dann auch relativ schnell wieder runter. Und bei oral ist es ganz anders, da geht es langsam hoch und langsam runter. Und das kannst du ein bisschen vergleichen, wie zum Beispiel, wenn du die psychedelische Substanz DMT mit der psychedelischen Substanz LSD vergleichst. Bei DMT, wenn wir das rauchen, es geht rasant hoch und aber auch wieder rasant runter. Und dann bei LSD ist es viel länger. Klar, es ist noch ein bisschen anders jetzt bei Cannabis, es ist nicht so ein intensiver Unterschied. Aber der Wirkungsmechanismus ist hier recht ähnlich, weil bei DMT ist es wirklich so, dass wir DMT selten für etwas einsetzen können, für das wir jetzt irgendwie Alltagserkenntnisse haben können, wo wir Sachen aus uns herausholen. Das ist bei LSD viel mehr, weil wir da viel mehr Zeit dafür haben. Und ich habe auch so das Gefühl, dass diese Intensität der gerauchten Konsumform, dass das eben kontraproduktiv werden könnte. Aber das ist jetzt nur meine Meinung. So habe ich das wahrgenommen. Deswegen, meine Empfehlung wäre hier auf jeden Fall, das oral zu konsumieren. Das ist aber dann mit der Dosierung ein bisschen schwieriger und das kommt jetzt zum 4. Punkt, die Dosierung. Hier müssen wir das geeignete Fenster finden. Das wird auch oft therapeutisches Fenster gefunden. Also die Dosierung, bei der wir wirklich am meisten die Substanz so verwenden können, wie wir sie eben wollen. Wenn wir zu wenig konsumieren, dann kommen wir da gar nicht rein in diese intensive Wahrnehmung unserer selbst. Wenn wir zu viel nehmen, dann sind wir einfach nur breit, wie es ja auch gesagt wird, und ja, können das dann eigentlich auch nicht mehr wirklich machen. Das heißt, hier muss wirklich exakte Dosierung vorgenommen werden und es muss rausgefunden werden, was ist denn mein therapeutisches Fenster. Und Mischkonsum würde ich total davon abraten. Kein Mischkonsum machen. So, da will ich auch gar nicht mehr dazu sagen. So, diese 4 Faktoren, Set, Setting, Konsumform und jetzt hier die Dosierung, die 4 beachten und dann kann Cannabis tatsächlich als psychedelisches Werkzeug, wie andere Psychedelika auch, eingesetzt werden. Und wie Psychedelika eingesetzt werden, die Informationen findest du natürlich hier bei uns auf YouTube, auf den ganzen anderen Kanälen. Das heißt, es kann genauso eingesetzt werden. Wenn dir das Video übrigens bis hierher gefallen hat, dann wäre es richtig nice, wenn du mir jetzt einen Daumen nach oben gibst. Das würde uns mega weiterhelfen. Vielen, vielen Dank für deinen Daumen nach oben. So, und jetzt kommen wir zum letztendlichen Fazit. Wird Cannabis das nächste legale psychedelische Werkzeug? Das könnte auf jeden Fall sein. Es hat Vor- und Nachteile. Also es ist auf jeden Fall sicherer als viele andere psychedelische Substanzen. Zumindest in Bezug auf die Möglichkeit von negativen Erfahrungen. Aber auf andere Sachen ist es nicht. Aber in dem Fall ist es auf jeden Fall sicherer. Es hat mehr Potenzial für die achtsame Persönlichkeitsentwicklung in dem Sinne, dass unser autobiografisches Ich noch besser zugreifbar ist. Das heißt, auf Cannabis können wir noch normaler nachdenken und dann ein bisschen zielgerichteter sein. Und weiterer Vorteil ist, es ist nicht so viel Commitment, wie zum Beispiel, wenn wir jetzt LSD einnehmen. Es ist ein riesen Commitment, der ganze Tag. Puh. Und Cannabis ist da ein bisschen netter zu uns. Hat aber auch negative Seiten. Ne? Es kann nicht so viel Tiefe haben. Das heißt, selbst wenn wir es als so ein Werkzeug, um zu uns selbst zu finden, einsetzen möchten, kann es sein, dass es einfach nicht funktioniert. Cannabis kann auch Paranoia ausrichten in uns, kann zu Panik führen, das sind auch noch negative Seiten. Und natürlich kann es zu Missbrauch führen. Das ist ein ganz großes Thema, dass wir jetzt denken, oh, Cannabis, dann setze ich das jetzt als Werkzeug ein und auf einmal verwenden wir es irgendwie missbräuchlich, weil wir dann jeden Tag es als Werkzeug einsetzen. Das heißt ja auch noch eine große Gefahr. Aber ich denke, Cannabis kann wirklich
in das Spektrum an psychedelischen Substanzen aufgenommen werden, die wir einsetzen können als Werkzeug, um zu einem erfüllteren Leben zu kommen. Und das Ganze auf eine sichere und nachhaltige Weise zu machen, das ist uns bei Settled Setting natürlich immer ein großes Anliegen, generell auch mit psychedelischen Substanzen. Das heißt, wenn dich das interessiert, wie kann ich psychedelische Substanzen allgemein sicher und nachhaltig einsetzen? Wie kann ich Microdosing machen, Fulldosing? Wie kann ich mein Mindset vorbereiten? Wie kann ich eine Intention finden? Wie bereite ich das nach? Wie integriere ich das in mein Leben? Und das wirklich im Detail. Dann check auf jeden Fall unser Set und Setting Coaching ab. Da helfen wir dir nämlich genau bei dieser einen Sache, damit du dir nicht jetzt alles irgendwo zusammensuchen willst, sondern dass du auf einmal weißt, okay, das muss ich tun und du hast noch Menschen, mit denen du dich darüber austauschen kannst, die du fragen kannst, wenn du mal nicht ganz sicher bist, ob ich das jetzt wirklich so machen kann. Also check das Set und Setting Coaching ab, wenn dich das interessiert. Wenn dich das Video ebenfalls interessiert hat, das du jetzt hier gerade geschaut hast, dann würde ich mich freuen, wenn du uns 2 Daumen nach oben gibst. Hilft uns sehr weiter. Vielen, vielen Dank und abonniere den Kanal, wenn du es noch nicht getan hast. Und ich bin gespannt, was Cannabis noch so alles in der Zukunft bringt. Wir werden es hier bei Set und Setting auf jeden Fall verfolgen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao.